Mein Gott, ich empfehle Ihnen gute Blutdrucksenkungsmittel. Werden Sie wieder zu Menschen hier und brüllen Sie nicht rum wie im Affenkäfig. Das muss doch wirklich nicht sein. Aber was wir sehen, das sind ideologiegetriebene Projekte. Das ist die Zerstörung des ländlichen Raumes. Sprich, Minister Habeck bekommt noch mehr Geld, um noch mehr Ökosozialismus zu betreiben. Die deutsche Wirtschaft lebt von den Exporten und guten wirtschaftlichen Beziehungen. Und wir als AfD werden uns dafür wieder einsetzen, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv ist und dass Deutschland vor allen Dingen endlich wieder das verdient, was es hat, eine ordentliche und vernünftige Regierung. Mal wieder über riesengroße Extrawürste, meine Damen und Herren, Extrawürste für die beiden linken Resterampen hier im Parlament, die ja für eine Partei stehen, die Hunderttausende Reiche erschießen oder wahlweise in Arbeitslager sperren will. Darüber reden wir. Zum dritten Mal reden wir über diese Extrawürste. Zweimal hatten wir bereits problematisiert, dass eine Extrawurst, ich muss das so salopp formulieren, hinter mir gerade sitzt, nämlich eine Vizepräsidentin, die auf Fraktionsticket gewählt worden ist und immer noch sich im Amt befindet. Wir hatten das zweimal hier thematisiert im Deutschen Bundestag. Und ich hatte mich noch gewundert, warum Sie alle sich dagegen gewehrt hatten, das überhaupt auf die Tagesordnung zu nehmen. Hören Sie sich mal in Ihren Fraktionen um. Wäre es zu einer geheimen Abstimmung über Frau Pau gekommen, wäre sie abgewählt worden. Das war der Grund, warum Sie beim letzten Mal sich vehement dagegen verweigert hatten, meine Damen und Herren. Heute geht es darum, welche parlamentarischen Rechte Linke, lustiges Wortspiel übrigens, ne, welche parlamentarischen Rechte die Linke haben möchte. Die Geschäftsordnung ist da eindeutig. Die Geschäftsordnung sagt so gut wie keine. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings ein paar Zugeständnisse dazu gemacht. Was regen Sie sich denn so auf? Mein Gott, ich empfehle Ihnen gute Blutdrucksenkungsmittel. Werden Sie wieder zu Menschen hier und brüllen Sie nicht rum wie im Affenkäfig. Das muss doch wirklich nicht sein. Also, das Bundesverfassungsgericht hat dazu einige Zugeständnisse gemacht. Aber das, was hier heute darüber hinaus beschlossen werden soll, das schlägt ihm fast den Boden aus und geht auch weit darüber hinaus. Warum gibt die SPD beispielsweise freiwillig Redezeit an die Linken ab? Neuer sozialistischer Einheitsbrei wahrscheinlich. Warum sollen die linken Gruppenführer Fraktionsvorsitzenden gleichgestellt werden? Warum ändert man nicht die Geschäftsordnung? Warum versagt man demokratiefeindlich uns als Fraktion seit 6 Jahren im Bundestagsvizepräsidenten? Warum versagt man demokratiefeindlich uns als Fraktion die Ausschussvorsitzenden? Warum montiert man, das muss man sich vorstellen, warum montiert man nach 20 Jahren den 14. Sitzplatz in der ersten Reihe ab, nur deshalb, damit wir keinen zweiten Sitzplatz dazu bekommen? Ist das nicht wie im Kindergarten? So geht bei Ihnen politische Arbeit, bei uns nicht. Und schauen Sie sich die Debatte an. Die Redezeit der Linken ist höher als von jeder Fraktion. Warum machen Sie das Ganze, meine Damen und Herren? Es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen wollen Sie sich die linken Resterampen als Regierungsreserven erhalten. Alle wollen ja mit den Linken koalieren. Sie tun es teilweise schon. Herr Wanderwitz hat es für die CDU angesprochen. Sie alle denken sich, mit den Linken kann man vielleicht mal irgendwann weiterkommen. Und das müssen die Menschen draußen wissen. Egal wen Sie, außer der AfD, egal wen Sie bei den nächsten Wahlen wählen, Sie haben hundertprozentig die Grünen in der Regierung und wahrscheinlich auch die Linken. Die politischen Kräfte, die unser Land hassen und zerstören wollen, die wählen Sie mit jeder Stimme für die Altparteien. Wenn Sie tatsächlich einen Aufbruch in Deutschland wollen und demokratische Politik wollen, dann bleibt nur der Weg zur Alternative für Deutschland, den Gott sei Dank immer mehr Menschen finden. Meine Damen und Herren, zusammengefasst lehnen wir diesen Extra-Wurstsalat für die Linken ab. Es ist wurstig gemacht, durchschaubar und undemokratisch. Herr Minister, wenn man Sie so reden hört, fragt man sich, in welcher Blase leben Sie eigentlich? Die Bauern sind doch weiterhin auf der Straße. Sie protestieren, weil es nicht reicht, was Sie in diesen Haushalt reingeschrieben haben. Und Sie gehen jetzt auch in Frankreich und in Belgien auf die Straße. Und dieser Protest wirkt. Die Agrardieselbesteuerung in Frankreich ist vom Tisch. Endlich. Mercosur. Diese irren Rindfleischtransporte aus Südamerika nach Deutschland, die sind vom Tisch. Mercosur ist gestoppt. Protest wirkt also, Demonstrationen wirken. Danke an dieser Stelle an unsere Bauern in Frankreich und Deutschland. Bitte macht weiter. Und jetzt also hier und heute Einzelplan 10 Agrarhaushalt. Die Klatsche. Dass erst und einmalig in der Geschichte dieses Hauses ein Haushalt verfassungswidrig war. Aus dieser Klatsche hätten Sie eigentlich lernen müssen. Aber was wir sehen, das sind ideologiegetriebene Projekte. Das ist die Zerstörung des ländlichen Raumes. Reicht es Ihnen denn nicht, dass über 14% unserer heimischen Schweinebetriebe in den vergangenen 2 Jahren
dicht gemacht haben. Dass wir jetzt Schweinefleisch aus Spanien importieren. Dass tausende Milchviehbetriebe aufgegeben haben. Reicht es Ihnen nicht? Und jetzt im Haushalt, ausgerechnet im ländlichen Raum sparen. Zusammen mit der Kofinanzierung der Länder, da sprechen wir von über 300 Millionen Euro. Über 300 Millionen, die dem ländlichen Raum fehlen. Das ist das falsche Signal, Herr Minister. Herr Minister, bei Maischberger in der Talkrunde haben Sie es ja gezeigt, wie schwierig es manchmal sein kann, diese ganz großen Summen überhaupt auf dem Schirm zu haben. Aber ich helfe Ihnen gerne weiter. Diese ganzen Investitionen in alle Herren Länder, das sind keine Peanuts. Ich möchte jetzt nicht wieder über die Radwege in Peru sprechen, aber hunderte Millionen Euro für Indien, Smart Cities oder für gendergerechte Dorfstrukturen in Afrika, das sind 20-mal so viele Ausgaben, wie Sie jetzt den Bauern beim Agrardiesel abknöpfen wollen. Über 8 Milliarden Euro in der ganzen Welt verteilen und unsere Bauern das Geld wegnehmen. Das könnte Ihnen so passen, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Herr Minister, Sie standen hier an dieser Stelle vor 2 Jahren und haben uns allen und vor allem den Landwirten versprochen, das Höfesterben zu stoppen. Das Gegenteil müssen wir heute feststellen. Diese Regierung ist der Totengräber unserer heimischen Landwirtschaft. Reine Ideologie hier in Ihrem Haushalt. Reine Ideologie. 30 Millionen Euro, Sie haben es gerade angesprochen, wollen Sie in Proteine der Zukunft stecken. Insekten statt Leberwurst, getrocknete Schaben statt Schweinsbratwürstel. Sie wollen die Tierhaltung aus Deutschland verbannen, und das lehnen wir ab. Ideologie pur. Es geht weiter. Ihr Vorschlag, einen Bauernsoli einzuführen. So durchschaubar, ja, ich muss sagen, sorry, das ist hinterhältig, hinterlistig, weil Sie damit einen Keil zwischen Bauern und Verbraucher treiben wollen. Die Verbraucher stehen hinter unseren Bauern, das wissen Sie. Ihr Soli ist eine verkappte Fleischsteuer. Der Aufpreis kommt nie bei den Bauern an. Wir können Ihnen sagen, was beim Bauern wirklich ankommt, was im Haushalt eigentlich stehen müsste. 10 Millionen Euro für eine richtige Eiweißstrategie. Heimisches Futter statt gentechnisch verändertes Soja aus Südamerika. Investitionen in künstliche Intelligenz. Damit wäre die Lebensmittelverschwendung in Deutschland sofort um ein Vielfaches einzudämmen. Stichwort, wir haben es heute schon gehört, Einnahmen für Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee. Liebe Kollegen, diese 670 Millionen Euro müssen wir unmittelbar der deutschen Fischerei zurückgeben. Das ist das Gebot der Stunde. Ich scheine den Nerv getroffen zu haben. Ich bringe noch ein Stichwort: Agrardiesel. Das war ja nur der Auslöser für die Bauernproteste. Schon vor 2 Jahren haben wir hier gefordert, Verdoppelung der Rückerstattung. Das war damals richtig, das ist heute richtig, und das hilft den Bauern sofort spürbar. Liebe Kollegen, unsere Landwirte haben einen besseren Haushalt verdient. Sie hätten viel mehr Gehör verdient in diesen Zeiten. Und sie hätten auch eine andere Regierung verdient. Machen Sie den Platz für Neuwahlen frei. Der Etat des Landwirtschaftsministeriums ist ein im Vergleich zu anderen Ministerien relativ kleiner Etat, der aber eine große Bedeutung hat. Trotzdem wurde hier willkürlich gekürzt, um nach der Klatsche durch das Bundesverfassungsgericht doch noch einen verfassungsgemäßen Haushalt aufstellen zu können. Welche große Auswirkungen die Kürzungen in diesem Etat haben, sieht man an den anhaltenden Demos der Bauern. Es gab kaum eine Kommune, in der es keine Aktionen gab, von Traktorsternfahrten bis zu Autobahnblockaden. Tausende Bauern haben sich organisiert, um gegen die Kürzungen in diesem Etat, die sie persönlich betreffen, zu demonstrieren. Nun gab es einen Kompromiss, weniger Kürzungen bei den Bauern zulasten der Fischer. Blöd nur, dass keiner mit den Fischern gesprochen hat. Ein Kompromiss sieht hier für mich anders aus. Herr Minister, ich kann mich noch gut erinnern, wie stolz Sie die 670 Millionen Euro, die aus der Versteigerung der Lizenzen für den Ausbau der Windenergie offshore in Ihren Etat flossen, hier an dieser Stelle in der ersten Lesung verkündet haben. Sie haben angekündigt, dass dies gut angelegtes Geld wäre für die Zukunft der deutschen Fischerei. Das war richtig, denn durch den Ausbau der Windenergie in der Ost- und Nordsee, etwas, was die Grünen ja so gerne forcieren, entstehen nämlich Schäden, etwa in der Natur, in der Landschaft, aber auch bei unserer Fischereiindustrie.
Und nun Sie da. Von den 670 Millionen fehlen plötzlich mehr als 500 Millionen in Ihrem Etat. Just die 500 Millionen, die quasi als Agrarkompromiss geopfert wurden. Diese haben Sie als Ampel nämlich jetzt umetikettiert und als Transformationskomponente in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Sprich, Minister Habeck bekommt noch mehr Geld, um noch mehr Ökosozialismus zu betreiben. Die Fischer in der Ost- und Nordsee dürfen also die 500 Millionen Euro wieder vergessen. Das ist ein sehr fauler Kompromiss, Herr Minister, und zeigt wieder einmal, den Grünen ist Landwirtschaft und Fischerei egal. Als AfD lehnen wir diese Art von Kuhhandel entschieden ab und haben daher unsere Anträge entsprechend gestellt. Und wenn wir schon dabei sind, Rechnungen aufzumachen, dann schauen wir uns doch einmal an, was alles seit Ihrer Amtseinführung passiert ist. Erstens, Sie haben die Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallkasse nahezu halbiert. Kosten für die Landwirte pro Jahr rund 80 Millionen. Zweitens, die berühmten GAG-Mittel sind in Ihrer Amtszeit um fast eine halbe Milliarde Euro zurückgegangen. Sie haben gar den Sonderrahmenplan Förderung der ländlichen Entwicklung ersatzlos gestrichen. Dabei muss man bedenken, dass diese Mittel nur ein Teil des Mosaiks sind. Rechnet man die Länderanteile, die daran gebunden sind, und die EU-Förderung, die eine Bundesförderung ja voraussetzen, dazu, dann reden wir plötzlich von fast einer ganzen Milliarde, die hier im ländlichen Raum fehlt. Drittens, im Bereich Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation haben wir in Ihrer Amtszeit einen Rückgang der Mittel um mehr als 20% zu verbuchen. Auch hier sprechen wir von fast 80 Millionen im Jahr. Jetzt kommen noch Kürzungen im Bereich des Agrardiesels, die pro Jahr ca. 450 Millionen Euro mehr Belastung für die Landwirte bedeuten werden. Das alles zusammengerechnet, kommen wir auf eine Summe von fast 2 Milliarden Euro, die die Landwirtschaft mit Ihnen als Minister verliert. Das ist ein Armutszeugnis sondergleichen, Herr Minister. Mit Ihnen haben die Landwirte keinen Verbündeten in der Bundesregierung. Dass man sparen muss, würden die Bürger und auch die Landwirte ja schon noch verstehen. Aber wenn die Landwirte und Fischer, die einen Bruchteil der Bevölkerung ausmachen, plötzlich die größte Last tragen sollen, dann hört das Verständnis auf. Es gibt so viele Projekte im Gesamthaushalt, bei denen man sparen kann. Hier nur ein paar Beispiele. 46 Millionen will die Ampel für das Projekt ländliche Entwicklung und produktive Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Kleinbewässerung in Niger ausgeben. 28,4 Millionen gehen an die lokale Landwirtschaft im Libanon. Auch in Uganda soll die kleinbäuerliche Landwirtschaft bis Ende 25 mit Millionen Euro gefördert werden. Von den berühmt-berüchtigten Radwegen in Peru für 160 Millionen oder den vielen Gendergerechtigkeitsförderprogrammen aller Welt will ich gar nicht erst anfangen. Diese Liste könnte ich ewig weiterführen. Und ja, Herr Minister, es sind Hunderte von Millionen Euro und nicht ein paar Tausend. Die Bürger sehen, dass das vorne und hinten nicht passt. Deutschland kann das Klima nicht global retten und auch nicht die Landwirtschaft im Libanon und in Uganda. Aufgabe der Regierung und des Ministers für Landwirtschaft und Ernährung muss doch sein, die Landwirtschaft in Deutschland zu erhalten und zu fördern. Was Sie aber machen, ist das Gegenteil davon. Und das merken die Bauern. Daher beenden Sie diese irrsinnige politisch-wirtschaftliche Geisterfahrt und machen Sie eine Landwirtschaftspolitik, die die Interessen der deutschen Bäuerinnen und Bauern an erste Stelle stellt. Daher unsere Forderung, nehmen Sie die schrittweise Abschaffung der Dieselrückvergütung zurück. Es darf keine neuen Steuern und Auflagen geben, die innereuropäisch zu Wettbewerbsnachteilen unserer Bauern führen. Und setzen Sie sich dafür ein, dass importierte Waren den deutschen Anforderungen an Umwelt- und Tierschutz entsprechen. Wenn Sie das umsetzen, dann klappt es auch mit den Bauern und eventuell auch mit dem Bundesrat. Kennen Sie den Unterschied zwischen der aktuellen Politik und Kolonialismus? Im Kolonialismus hatten die ausgebeuteten Völker auch Vorteile, wie beispielsweise bessere medizinische Versorgung oder bessere Infrastruktur. Von der Politik der Ampel hingegen haben die Deutschen nur Nachteile. Wie im Kolonialismus wird ein großer Teil des Wohlstands ins Ausland transferiert. 40 Milliarden Bürgergeld für Ausländer, 30 Milliarden für Entwicklungshilfe, 27 Milliarden für den Krieg in der Ukraine oder 20 Milliarden für die Europäische Union. Weit über 100 Milliarden werden in bester Kolonialherrenmanier jedes Jahr den Deutschen vom Staat gestohlen und ins Ausland transferiert. Als Folge verarmen die Deutschen immer mehr und die Sozialsysteme für Einheimische werden immer schlechter. Die Auswirkungen dieser deutschenfeindlichen Politik von Union und Ampel sind Massenflucht qualifizierter Fachkräfte aus Deutschland, zunehmende Verarmung von Rentnern und ein massiver Einbruch der Qualität im Gesundheitssystem. Im Gegensatz
Zu den meisten Bundestagsabgeordneten bin ich bewusst gesetzlich versichert, weil ich der Auffassung bin, dass wir als Abgeordnete die Probleme der sozialen Sicherungssysteme genau wie die Bürger erleben müssen. Ja, dass Ihnen als Privatversicherten das nicht gefällt, ist mir schon klar. Seit diesem Monat zahle ich über 1.000 Euro Krankenversicherungsbeitrag im Monat. Über 1.000 Euro. Dafür bekomme ich einen Zahnarzt, bei dem ich 4 Monate auf einen Kontrolltermin warten muss. Einen Facharzt, der mir sagt, dass die Vorbesprechung zur Vorsorgeuntersuchung frühestens in 6 Monaten stattfinden kann und dann noch mal 6 weitere Monate bis zur Untersuchung stattfinden werden. Einen anderen Facharzt, der mich zwar einmalig kurzfristig behandelt, aber mir gleich schon im Gespräch klar macht, dass er grundsätzlich keine Kassenpatienten als Neupatienten nimmt und mich nur einmalig untersucht, weil ich eine Hausarztüberweisung habe. Und ich bin nur einer von 74 Millionen Kassenpatienten, die alle solche Erfahrungen machen. Das ist keine Quatsch, das ist die Realität. Sie sollten sich damit beschäftigen. Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist, Union und Ampel haben das Gesundheitssystem mit immer mehr Bürokratie überzogen und zugleich kaputt gespart. Dabei ist Geld im Überfluss vorhanden. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat der Staat den Menschen so viel Geld abgenommen. Der Staat hat Rekordeinnahmen und trotzdem schlittern wir von einer erklärten Haushaltsnotlage in die nächste, weil Union und Ampel Deutschland wie Kolonialherren ausbeuten. Immer mehr Geld für Ausländer oder das Ausland oder für Prunkpaläste für die Kolonialherren. 777 Millionen für ein neues Bundeskanzleramt oder 200 Millionen für 3 VIP-Hubschrauber für die Bundesregierung. Dafür ist bei Ihnen Geld da. Währenddessen habe ich die Tage von einem Unfallopfer erfahren, dass eine Notoperation bei ihr 6-mal verschoben wurde, weil kein ausreichendes Fachpersonal für die Operation da war. Statt dass man Geld in die Hand nimmt, um die Krankenhausinfrastruktur aufrechtzuerhalten oder den Pflegeberuf attraktiver zu machen, werden hier von der Regierung Scheindebatten geführt, um von den Problemen abzulenken. Wir brauchen keine Akademisierung der Pflege, wir brauchen nicht mehr Studierte, die verwalten, sondern wir brauchen mehr Leute, die tatkräftig anpacken. Und wir brauchen auch keine Evaluation von Krankenhäusern, sondern wir brauchen Sicherungsgarantien für die bestehenden Krankenhäuser sowie die Ärzte und Pflegekräfte, die dort arbeiten. Denn wenn ein Krankenhaus einmal geschlossen ist, dann sind auch die gut ausgebildeten Ärzte und Pflegekräfte weg. Gerade bei den Pflegekräften gehen viele dann nicht in ein weiter entferntes Krankenhaus, sondern wechseln in einen anderen Beruf. Ich habe in den letzten Wochen viele Anschreiben bekommen von einem Unternehmer, der Behinderte transportiert, oder vom Betreiber eines ambulanten Pflegeservices. Der Tenor all dieser Anschreiben war derselbe. Die Lohnkosten sind zu hoch und sie finden trotzdem immer schwerer qualifizierte Arbeitskräfte. Wir brauchen keinen höheren Mindestlohn, denn der zerstört nur Arbeitsplätze und das führt nur dazu, dass die Behinderten künftig zu Hause bleiben müssen und zu den Pflegebedürftigen keiner mehr nach Hause kommt, weil die Unternehmen reihenweise dicht machen. Und dass Sie von den Kommunisten das nicht verstehen, das ist mir völlig klar. Stattdessen müssen Steuern und Abgaben runter, damit sich Arbeiten lohnt. Und Arbeitsunwillige müssen hart sanktioniert werden. Um das zu erreichen, muss aber die Ampel und die Union aus der Regierung raus. Denn diese Parteien geben in ihrem Internationalismuswahn jeden Cent an Steuern lieber ins Ausland, als Steuern zu senken. Ich weiß, dass viele Menschen in Deutschland am Long-Tagesschau-Syndrom leiden und ihnen eingeredet wurde, man müsse Angst vor der AfD haben. Es gibt in Deutschland nur einen, der Angst vor der AfD haben muss. Das sind die Lobbyisten und die Altparteien, die die Demokratie zur Farce verkommen ließen. Sie haben Angst, dass die Menschen mit der AfD wieder erleben könnten, was wahre Demokratie bedeutet, nämlich Volksherrschaft. Bürger, die nicht nur in Wahlen entscheiden, sondern jederzeit per Volksbegehren die Politik lenken können. Ein Sozialstaat, der zuerst die eigenen Bürger im Blick hat und maßvolle Politiker, denen bewusst ist, dass jeder Cent, den der Staat ausgibt, von den Bürgern hart erarbeitet ist. All das ist wahre Demokratie, und dass hier nur eine Fraktion dafür klatscht, sie zeigt, das alles gibt es nur mit der AfD. Eine bessere Gesundheitsversorgung wird es nämlich nur geben, wenn der Bürger die Kolonialherrschaft der Altparteien beendet. Die weit über 100 Milliarden jährlich die Ampel und Union seit vielen Jahren den Deutschen stehlen, um sie ins Ausland und an Ausländer zu verteilen. Diese über 100 Milliarden müssen künftig in Deutschland bleiben und den Deutschen zugutekommen. Dafür steht nur die AfD. Und jeder, der in Deutschland in Wohlstand und Gesundheit leben möchte, der muss AfD wählen und AfD unterstützen. Frau Präsidentin, liebe fröhliche, liberale, geradlinige, deutschlandliebende Freunde der
Alternative für Deutschland, Liebe für das Gegenteil stehende deutsche demokratische Altfraktion und ultralinken Reste. Die Haushaltsdebatte neigt sich dem Ende zu. Es ist an mir, ein paar weihevolle Worte noch zum Ende zu finden, und die findet man. 4 Tage Haushaltsdebatte, 4 Tage Dauerwerbeschleife für die Alternative für Deutschland. Keine Rede ohne die Erwähnung meiner Partei. Auf der einen Seite das Heranwanzen der CDU-CSU-Fraktion an uns, an unsere Position, das war teilweise Werbung für uns. Auf der anderen Seite Beschimpfungen, Hatz- und Hess-Tiraden, Orwellsche Auswüchse auf der Seite der verblendeten hellbraunen Melange und der noch linkeren. Vielen Dank dafür. Ich glaube, jeder, der bisher noch nicht von der AfD überzeugt war, ist es nach dieser Haushaltsdebatte und vor allem nach der Rede von Michael Espendiller vorhin, meine Damen und Herren. Sie hatten auch recht, nie wieder. Nie wieder Einheitsparteien, nie wieder Einheitsfraktionen, nie wieder Einheitsmedien, nie wieder Sozialismus, nie wieder Staatsdemos, vor allem Sozialismus, keinen roten, keinen braunen und auch keinen grünen, aber auch keinen Staatsbankrott, meine Damen und Herren. Und dieser Staatsbankrott ist zum Greifen nahe. Das sagen nicht wir, das sagen der sogenannte Wirtschaftsminister Habeck und der Ostbeauftragte. Wir haben kein Geld mehr. Meine Damen und Herren, 2 Jahre Ampel, 2 Jahre FDP-Finanzminister, 2 Jahre Quartetto Infernale. Man kann auch von einer Viererbande auf der Regierungsbank reden, von Habeck, Scholz, Lindner und Baerbock. Und Sie haben unser Land ruiniert, Sie haben unser Land blamiert. In 2 Jahren haben Sie eine der größten Volkswirtschaften dieser Erde platt gemacht. Das dürfte historisch einmalig sein. Kein Geld mehr da, kein Geld mehr da, aber Geld doch zum Beispiel für das Bundespräsidentenschlösschen in Bellevue, was für schlappe 500 Millionen Euro renoviert werden soll. Man gönnt sich für den Bundespräsidenten sogar 200 Millionen Euro für eine Übergangslösung. Wie viele Wohnungen könnte man dafür bauen, meine Damen und Herren? Vor allem überlegen Sie mal, ein Bundespräsident, der Millionen Menschen draußen als Ratten bezeichnet. Alle die, die nicht seiner Meinung sind, sind Ratten. Und ich rufe ihm zu, lieber Herr Steinmeier, denken Sie drüber nach. Ratten, die ihre Bauexzesse finanzieren müssen, die finanzieren letztendlich ein Rattenloch. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, und das schließt eigentlich auch an Ihre Rede, Herr Münzenich, an, weil Sie uns ja hier gerade so dargestellt haben, als wenn wir hier das Land ruinieren würden. Und zwar das Zitat: Die Unternehmer in Deutschland hätten das Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Zitat Ende. Und das sagte nämlich der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der FAZ. Und ich muss sagen, auch bei Ihnen auf der Regierungsbank sollten mittlerweile die Alarmsignale doch längst angekommen sein. Wo bleibt eigentlich, Herr Bundeskanzler, Ihr Respekt, von dem Sie ja im Wahlkampf so viel gesprochen haben, gegenüber den Bauern und Bürgern, die über Generationen hinweg hier diesen Wirtschaftsmotor Deutschland am Laufen gehalten haben? Und wenn man keinen Respekt hat, dann liebt man dieses Land auch nicht. Und das zeigen Sie jeden Tag mit Ihrer Bundesregierung. Und es sind eben genau die Menschen, die uns alle hier gewählt haben, um eine Politik für Deutschland zu machen. Sie machen Politik, aber für wen machen Sie eigentlich Politik, Frau Hasselmann? Für die Beratungsunternehmen und die millionenschweren Verträge im Rahmen der Energiewende, für Ihre Rüstungslobby? Für diese Menschen ist Milliarden Euro an Geld da, aber nicht für die einfachen Bürger, für diejenigen, die jeden Tag hart arbeiten. Und meine Damen und Herren, jeder Steuereuro muss erst mal verdient werden. Erst dann können wir hier darüber entscheiden, wo er gut investiert werden kann. Und ich kann nur sagen, dass Ihre Schwerpunkte eben nicht nachvollziehbar sind. Denn die wirtschaftliche Lage in Deutschland, sie ist desolat. Dazu einige Eckpunkte. Deutschland ist der einzige G7-Staat ohne Wirtschaftswachstum. Deutschland ist im zweiten Halbjahr 2023 in eine Rezession gerutscht. Die Gründe dafür sind hohe Energiekosten, die grüne Transformation und schlechte Standortbestimmungen. Die Ernsthaftigkeit der Lage ist offensichtlich. Warum reduzieren Sie selbst als Bundesregierung und auch das IFO-Institut bereits die Wirtschaftswachstumserwartungen für 2024? Und ja, jetzt kommen Sie wieder mit den internationalen Märkten und die Kriege, die wir leider wieder zu beklagen haben. Zu diesen haben wir als Alternative für Deutschland unsere Position oft genug dargelegt. Wir brauchen Frieden, und wir, wie auch die Bürger, wollen keinen Kampf mehr von Systemen und von Ideologien. Und genau diese Kriege sind eben nicht verantwortlich dafür, dass Sie als Bundesregierung die von Ihnen selbst verursachten Standortnachteile weiter in Kauf nehmen. Schauen Sie endlich über den Tellerrand hinaus, auch wenn es anstrengend ist und sicherlich für Sie auch enttäuschend ist. Die Firmen wandern ab oder wollen abwandern.
Und wenn man als Unternehmer ständig rote Zahlen schreibt, gibt es nicht die Möglichkeit, mehr Ausgaben als Einnahmen zu verursachen. Ein Unternehmer muss sich auch an geltende Gesetze halten und kann sie nicht einfach umgehen. Das kann nur diese Bundesregierung, indem sie die Schuldenbremse, die vor Staatsverfolgung schützend sein soll, einfach aussetzt. Bei dieser wirtschaftlichen Bilanz ist das verantwortungslos und vor allen Dingen staatsschädigend und, wir haben es gesehen im letzten Haushalt, verfassungswidrig, was Sie hier in diesem Land betreiben. Werte Kollegen, die deutsche Wirtschaft lebt von Exporten und guten wirtschaftlichen Beziehungen in allen Ländern. Darüber sind wir uns, denke ich, in diesem Haus einig. Aber nun brechen selbst die Exporte nach China und in die USA ein. Wie kann sich eigentlich die Arbeit für die Bürger überhaupt noch lohnen, wenn ihnen die Grundlage genommen wird? Wie viele wollen Sie in die Alimentierung durch den Staat eigentlich noch treiben? Für einige scheint sich mittlerweile Erwerbsarbeit dank Bürgergeld kaum noch zu lohnen. Und bei all diesen Befunden senden Sie als Ampelakteure weder Demut noch Einsicht aus. Dafür treiben Sie einen Spalt weiter in die Gesellschaft. Und vor allen Dingen, Sie drehen die Verantwortung um. Das ist eigentlich der absolute Hammer, den wir aktuell hier erleben. Der Bundesfinanzminister Lindner sprach am Wochenende davon, das Programm der AfD würde Deutschland wirtschaftlich ruinieren. Und Herr Habeck legt nach, die AfD sei Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sehen Sie eigentlich nicht, wer das wirkliche Gift in diesem Land ist? Das sehen die Bürger jeden Tag, indem sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, indem immer mehr Unternehmen pleite gehen, indem immer mehr Unternehmen abwandern und immer mehr Bürger die Nase gestrichen voll haben, von den Bauern, von den Handwerkern und von dem Mittelstand in diesem Land, sehr geehrte Damen und Herren. Und Frau Hasselmann, dann stellen Sie sich hier hin und beten wieder das große Lied der Demokratie. Nie wieder ist jetzt. Da gebe ich Ihnen recht. Nie wieder ist jetzt. Auch indem man staatskonforme Medienhäuser quasi als zweite Stasi aufbaut und gegen die Opposition einsetzt. Auch das ist nie wieder jetzt. Das hatten wir alle schon, und das erinnert an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Und wir sind nicht nervös. Die Einzigen, die nervös sind, das sind Sie und die SPD vor allem. Wenn ich an die Wahlen dieses Jahr in Deutschland denke, an die Europawahl, an die Landtagswahl in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Sie bekommen die Quittung, und zwar vom Souverän, vom deutschen Bürger. Und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Hätten Sie wirklich in dieser ganzen Debatte und Kampagne mit Korrektiv, hätten Sie diese Leute noch mal recherchieren lassen bei Cum-Ex oder bei Nord Stream, da erwarten wir Ergebnisse hier im Parlament, die Sie immer noch schuldig geblieben sind, wer diese Terrorakte durchgeführt hat, genauso die Geldverschwendung und bei diesen ganzen Problemen, die Cum-Ex verursacht hat. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, werte Kollegen, sage ich eins. Die deutsche Wirtschaft lebt von den Exporten und guten wirtschaftlichen Beziehungen, und wir als AfD werden uns dafür wieder einsetzen, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv ist und dass Deutschland vor allen Dingen endlich wieder das verdient, was es hat, eine ordentliche und vernünftige Regierung.